Heute geht es um ionisiertes Wasser. Vor einiger Zeit hat ein Herr Thomas Petrovic von Trink dich gesund ein sehr interessantes Video veröffentlicht über Vorteile vom Wasser aus einem Wasserstoffgenerator. Ein Wasserstoffgenerator erzeugt ionisiertes Wasser, ist aber nicht das einzige Gerät, was so ein Wasser erzeugt. Es gibt auch Wasserionisierer, die noch umfangreicher ausgestattet sind als ein Wasserstoffgenerator. Und über die Einsatzgebiete und Vor- und Nachteile von den beiden Geräten werde ich heute sprechen. Über ionisiertes Wasser gibt es schon unzählige wissenschaftliche Berichte, die die Vorteile von ionisiertem Wasser zeigen. Ein wesentlicher Teil von so einem ionisierten Wasser, was gesundheitsvorteilhaft ist, ist ein ORP-Wert im Minusbereich und das wird erzeugt durch Wasserstoffionen. Dein Körper funktioniert elektrisch und dieses Überschuss an Elektronen ist sehr vorteilhaft für deine Gesundheit, weil die meisten Menschen zu wenig davon haben. Unsere moderne Lebensweise verursacht deutliche Raub an Elektronen aus unserer Umgebung und wir sind gewöhnlich zu wenig damit versorgt. Deswegen gibt es viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Trinken von ionisiertem Wasser für sehr viele Krankheitsbilder vorteilhaft ist. Ein Wasserstoffgenerator ist eine sehr stark abgespeckte Version von einem Wasserionisierer. Das erste Teil in unserem Wasserionisierer ist eine UV-Lampe. UV-Licht ist bekannt dafür, dass Bakterien, Viren oder Kleinstlebewesen dieses Licht nicht überstehen. Und dieses Teil halte ich für unverzichtbar für ein Wasseraufbereitungsgerät, was hochwertiges Trinkwasser liefern soll. Wenn du ein anderes Wasseraufbereitungssystem hast, wo keine UV-Lampe am Eingang ist, dann läuft das Gerät Gefahr, dass sich Bakterien oder Viren oder Kleinstlebewesen irgendwo einnisten in den Filter oder in Ionisierungskammer oder in anderen Teilen und dauerhaft dieses Gerät belasten. Eine UV-Lampe gibt es zum Beispiel in dem Wasserstoffgenerator nicht. Nach UV-Lampe geht das Wasser zur Filterung. Und in unseren Geräten gibt es zwei unterschiedlich gebaute, hochwertige Aktivkohlefilter, die die Toxine aus dem Leitungswasser entfernen. Die Filterung ist in einem Wasserstoffgenerator ebenfalls nicht vorhanden. Dann kommt das gereinigte Wasser in die Ionisierungskammer. Und die Ionisierungskammer in einem Wasserionisierer hat größere Abmessung als das Wasserstoffgenerator selber. Es sind also physikalische, deutliche Unterschiede in dem Aufbau, was dafür sorgt, dass Wasserionisierung in einem Wasserionisierer wesentlich intensiver verläuft als in dem Wasserstoffgenerator. Die Messwerte sind deutlich unterschiedlich. Das bedeutet, in dem Wasserstoffgenerator durch diese recht kleine Ionisierungskammer kannst du gerne Wasser erzeugen, was Überschuss an Elektronen hat, also der ORP-Wert im Minusbereich liegt. Das ist schon auf jeden Fall vorteilhaft. Aus einem Wasserionisierer kommen zwei getrennte Leitungen, einmal mit basischem Wasser angereichert mit Wasserstoffionen und auf der anderen Seite saures Wasser angereichert mit Sauerstoffionen. Diese zwei unterschiedlichen Wässer sind für unterschiedliche Anwendungen gut geeignet. Das Basische trinkt man gewöhnlich, das Saure kannst du zu Hause für Reinigung verwenden. Einige Pflanzen mögen es aber auch. Über Anwendung von basischem und saurem Wasser haben wir bereits Videos veröffentlicht. Du kannst dir sie gerne anschauen.
Jetzt würde ich gerne einen Aspekt von dem ionisierten Wasser ansprechen, und zwar, wenn du dir ein Dunkelfeld-Mikroskopbild von deinem Blut anschaust, wenn du zum Beispiel nicht ausreichend gut mit den Elektronen versorgt bist, dann bilden sich dort Klumpen von roten Blutkörperchen, weil zu wenig Elektrizität bedeutet, dass die Blutkörperchen sich nicht abstoßen, sondern zusammenkleben. Fachleute sprechen über Geldrollenbildung, und das ist ein Zeichen für Mangel an Elektrizität im Körper. Wenn du ionisiertes Wasser trinkst, also angereichert mit Wasserstoffionen, dann hast du dort eine gute Ladung an Elektrizität bekommen, und nach relativ kurzer Zeit springen die roten Blutkörperchen auseinander, und das ist für Fließen und Durchqueren durch Kapillaren zum Beispiel viel besser geeignet. Eine Kapillare ist ca. 10 Mikrometer groß, ein rotes Blutkörperchen ca. 7. Eine kommt problemlos durch, wenn sie aber aneinander kleben, wenn das zu Klumpen kommt, dann wird das schon schwieriger. Und eine von den Ursachen, warum Blutdruck nach oben geht, ist eben diese Geldrollenbildung. Du kannst also durch basisch ionisiertes Wasser den Zustand verbessern. Das Wasser aus einem Wasserstoffgenerator ist zwar nicht basisch, dort gibt es diese Trennung zwischen basisch und sauer nicht, ist aber angereichert an Wasserstoffionen, und das ist schon auch eine gute Sache. Jetzt wäre die Frage, wo ist die beste Anwendung für diese zwei unterschiedlichen Geräte? Wenn ich zu Hause bin, dann verwende ich mein Wasserionisierer Einbauversion. In meiner Küche ist das fest installiert, und das ist sehr bequem. Ich genieße das basische Wasser, mein Tee, Kaffee oder aber auch Suppe bereite ich damit vor. Das saure Wasser sammle ich in einem Behälter und verwende zur Reinigung oder auch zum Gießen von Pflanzen. Wir haben zum Beispiel sehr viele Palmen, und die lieben saures Wasser. Wenn ich aber auf die Reisen gehe, dann kann ich natürlich so ein Wasserionisieren mit mir nicht schleppen. Dann nehme ich einen Wasserstoffgenerator auf die Reise. Dann sorge ich aber dafür, dass das Wasser, was ich dort verwende, frei von Lebewesen in dem Mikrobereich im Wasser, aber auch frei von Toxinen, weil sonst ist das keine Hilfe. Und Wasserstoffgenerator liefert eben Wasser angereichert an Wasserstoffionen, die einen Überschuss an Elektronen bieten. Und das ist für eine Reise schon eine gute Hilfe. Selbst wenn ich für 2 Wochen Urlaub mache, ist das schon eine gute Anwendung. Mit einer Batterieladung kann ich den ganzen Tag bis zu 5-mal ionisiertes Wasser erzeugen, und das ist ausreichend. Wir beraten dich gerne, für welche Anwendung, welches Gerät für dich, für deine Anwendung am besten geeignet wäre. Ich danke dir und hoffe, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ade. Ciao.